Ihr liebt sie, ich lieb sie, Butter. Heute machen wir sie von einem der bekanntesten Butter-TikToker. 5 Stück, wir fangen direkt an. Das erste ist Chili-Butter. Sehr einfach, wir steigern uns systematisch. Wir brauchen Butter und eine Thai-Chili-Paste. Smash. Ein Baguette haben wir auch. Und jetzt würde ich sagen, let's Butter. Die Rückkehr ist auch wieder da. Mr. Mixi Wixi. Bist du gut drauf? Nina freut sich schon den ganzen Tag drüber. Sie kannte ihn nicht. Ich freue mich echt ganz doll. Was würdest du ihm sagen? Hi. Smash. Nicht vor den Zuschauern. Wir sind wieder zurück vom Schnitt. Weiß ich jetzt nicht. Butter hier rein. Es ist super einfach am Anfang, aber wenn das jetzt fetzt, ey. Ich nehme mal zu einem halben Butterklotz habe ich jetzt einen Esslöffel. Ich denke, das wird's gut tun. Mr. Mixi Wixi, Walte deines Amtes. So, das dauert jetzt kurz. Überhaupt habe ich nicht so aufgehört. Hier tragt auch eine Schürze, das macht wirklich nichts mehr Sinn. Hört man mich noch? Ja. Schwamm. Parameteller. Ich mache jetzt mal unser Schüsselchen fertig, weil hier muss man gleich schön cremig mit dem Esslöffel solche geilen Kugeln daraus formen. Ansonsten zählt nicht. Das riecht auch schon ganz schön übel, die Nummer. Man hat immer noch mal ein paar Butterflöckchen, aber ich habe hier wirklich mit der Unterstützung von Herrn Mixi Wixi einiges probiert. Let's try. Machen wir mal hier so ein Stückchen Bajois, das gute IKEA-Schneidemesser. Wie, du nimmst nicht das ein Stück? Später. Okay. Für private Zwecke. Alles klar. Nehme ich mir mal hier so ein Stückchen, ziehen wir das mal rüber hier. Sieht gut aus. Willst du auch probieren? Gerade nicht, danke. Sag doch einfach, sieht scheiße aus. Hallo. Ich schneide mal in der Mitte durch, falls noch jemand ein Stück wollen würde ja, später. Ja, ich möchte ein Stück. Mano, ey. Aha. Ich habe es mir noch geiler vorgestellt. Ich glaube, hier kann man aber sehr variieren mit dem jeweiligen Curry. Obwohl, es kommt nach hinten raus ein bisschen. Schon gut. Ich gebe 4 von 5 und wir machen direkt weiter mit Numero dos. Es wird anspruchsvoller und zwar mit einer Knoblauch-Petersilien-Mixtur. Es wird viel gemixt, richtig anspruchsvoll. Wir schauen mal. Ich habe hier schon ein Zusammenmixer-Gerät. Da mache ich mal 2 Knoblauchzehen rein. Ich habe einiges an Petersilie, was auch da rein muss. Ach, einfach mit Stängel, ne? Ja, ja. Und dann werde ich mir hier was von der Butter nehmen. Mal kleine Stückchen, dann hat es der Kollege gleich leichter. Oh mein Gott, was haben wir hier für ein Assi-Jugendherbergemesser? Das tut richtig weh beim Schneiden. Ja, krieg gleich ein Essen. Schnauze, Kevin. Ganz ehrlich, ist es mir zu frech jetzt hier langsam. Und dann wird jetzt auch schon fleißig, nach der Zugabe von ein wenig Salz, schön auch roh, damit das hier mit reingeschrotet wird, ordentlich gemixt. Bin ich mal gespannt, ob das Gerät hier so viel Leistung hat, dass das ohne Probleme funktioniert. Mehr. Mehr Butter. Mehr Butter. Ich wollte die ganze Butter reinmachen, jetzt habe ich sie doch drin. Das ist gut für dich. Danke. Das ist richtig gut für euch. Falls ihr euch mal was gönnen wollt, vertraut auf meine Ernährungstipps. So könnt ihr auch die Sturmwaffel-Traumfigur nur in 4 Wochen kriegen. Butter ist jetzt mal fertig püriert, das hat ewig gedauert. Ich habe noch einen Stabmixer genommen. Guckt euch das mal an, wie wunderbar es aussieht. Er macht es immer in seinen TikTok so, er streicht und dann macht er, glaube ich, so... Ich dachte, ich krieg so ein Löffelchen schöner hin wie er, aber turns out, I don't. Ich butter mal hier die Hälfte. Butter mal. Boah, sieht aber frisch aus auf jeden Fall. Das sieht aus, als hätte jemand beim Grillen Mühe gegeben, obwohl es einfach piss easy ist. Das, ne? Ja. 4,5 von 5, sage ich. Boah. Das ist richtig geil. Das muss ich auch probieren. Das sieht auch richtig heftig aus. Oder Gerätschaft. Ja. Ja. Das wird noch besser. Boah. Jetzt geht's weiter. Es wird süß und jetzt auch ein bisschen komplexer. Ihr seht schon, hier ist jetzt deutlich mehr Zeug als gerade eben. Perfekt sieht man das auch hier. Hier hinter ist noch mehr. Ich fange mal an. Wir brauchen als erstes Sahne. Wissen wir wie viel? Nee, ne? Nee, ist Freestyle. Ich freestyle die Hälfte einer Schlagsahne mit einem Schuss Vanilleextrakt. Vanille. Was sagst du? Vanille. Das war ein großer Flopsch. Vanille mögen wir alle. Ja. Vanille. Einmal verrühren. Immer wenn ich das mache, denke ich an den Tipsy Bartender. Kennst du? And there you have it, homeboy. Sagt er immer. Und der macht immer ganz groß Cocktails. Wie groß? Okay. Nebenbei, sieht man ja, wie nebenbei ich das mache, brauchen wir ein wenig Zucker. Und das muss jetzt karamellisieren. Und wer mich kennt, weiß, das kann der Freddy nicht. Aber er macht es jetzt trotzdem. Und jetzt möchte ich mal kurz hier eine kleine Karamellschicht probieren zu erzeugen. Sekunde, es ist gleich soweit. Kannst du es nochmal sagen? Oh, perfekt. Ich habe es irgendwie karamellig bekommen. Es nimmt auch schon die richtige Farbe an. Ich weiß nicht, wann das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aber wir müssen mit unserer Sahnemischung hier gleich ablöschen. Ich weiß nicht, ob das klug ist, in so Karamell mit kalten Sachen zu gehen, ne? Doch, doch. Ist gut? Ja, ja. Ich mache jetzt, ne? Mach.
top. Oh, Alter, ist das heiß am Finger. Okay, irgendwas ist hier passiert und ich glaube, ich habe alles abbekommen. Ja, und es ist schon wieder passiert, so wie es immer passiert. Ich habe ein Karamellviereck in der Mitte liegen. Guck, es ist das Schrecklichste. Jedes Mal, wenn ich das mache, habe ich dieses Karamellviereck hier drin. Oh, oh, die Sahne. Okay. Oh Gott. Mmh, geh doch hier runter schnell, es ist auf 5. Geh runter! Ich habe irgendwas hier jetzt gemacht. Ja, es löst sich zumindest weiter auf. Es funktioniert jetzt einigermaßen. Was kommt danach? Schokolade, wa? Selbst in so einem Satz, wo Bar überhaupt keinen Sinn macht. Wer redet so? Wir haben hier Milchschokolade. Hat das einen speziellen Grund, warum wir Milchschokolade hier haben? Ja, das war die einzige, die noch im Rewe verfügbar war. Cool. Und ein bisschen Salz, ne? Muss auch da rein. Weil dann hat man so ein Salted Chocolate Caramel Ding, ne? Ich glaube, das ist die Grundidee hiervon. Ich glaube auch. Wir können jetzt das auch gleich hier runternehmen mal. Ich tue das mal kurz zur Seite, denn jetzt geht es weiter mit Kakaopulver und Espresso. Kakaopulver und Espresso mache ich jetzt da rein. Kakaopulver mache ich in einen kleinen Topf hier und Espressi. Super. Dazu noch Zucker. Ups. Und dann einmal noch umrühren, ne? Ja. Und jetzt kommen wir schon zum Mixen. Ist das korrekt oder ist es korrekt? Ich würde sagen, ja. Einmal jetzt wieder unsere Butter in unseren kleinen Mixer rein. Und dann wird jetzt hier schon mal gleich vorgemixt. Deckelchen druppe. Perfekt, genau so soll es aussehen. Schon mal schön weich und cremig. Dann machen wir hier unseren Kaffeemix rein. Ich weiß halt nie wie viel. Ich mag aber Kaffee, deswegen mache ich jetzt einfach mal. Boah, hier ist echt Kackeraschung gerade. Und dann kommt jetzt hier unsere Schoko-Karamell. Boah, es riecht richtig heftig, Leute. Riecht wie Moviepark. Ich glaube, ich werde hier noch mal kurz ein bisschen durchmixen müssen. Am Ende sieht es dann so aus. Ihr seht es jetzt. Ich schau mal, es ist auf jeden Fall noch cremig. Sieht fast schon aus wie so ein ganz schwieriges Quäntchen Schokoeis. So ein bisschen zu cremig. Boah. Kakaraschung. Ja. Das kann man wohl perfekt benutzen auf einen French Toast zum Beispiel am Morgen. Mhm. Und da sag auch ich, warum nicht? Auch wenn es kein süßes Brot ist, sondern salziges. Let's try. Boah, das ist geil. Es ist ein ganz komisches Gefühl in mir drin. Ich gebe auch 4,5 von 5. Ich kann nicht 5 von 5 geben. Ich habe das Gefühl, es wird noch kranker. Das ist eine Empfehlung. Mach das mal nach. Nummer 4! Wir haben Seetang, eine Zitrone, Butter und Salz. Und diese vier Gerätschaften ergeben zusammen eine Seetang-Butter. Schon wieder im Mixer. Wer hätte es gedacht? Also zubereitungstechnisch ist es jetzt nie eine große Revolution, aber einmal rein die Möhre, dann kütt hier schöner Seetang. Boah, das ist ja natürlich für die ganze Sushi-Fraktion hier ein absolutes Erlebnis, ne? Dann kommt dazu noch, wir haben eine schon gewaschene Zitrone. Danke, Nina. Bitte. Da kommt noch ein bisschen Zitronenzeste rein, aber nicht das Helle, weil das ist scheiße. Schöner Flötsch. Dann fangen wir jetzt erstmal an, kurz durchzumixen. Da gibt es noch ein bisschen Zitronensaft rein. Guck mal hier. Mmh, sehr lecker. Super. Let's mix it! Es ist fertig gemixt. Geht schlimmer, würde ich mal fest sagen, oder? Einmal nochmal rausschaben, das Gerät. Es riecht wie Keksteig, Leute. Oh mein Gott, das ist so beängstigend. Ich sag euch, es könnte der Schlaganfall sein. Oh mein Gott, das riecht wie Plätzchenteig. Hä? Warum? Mama, können wir Plätzchen? Ja, Plätzchen zu Hause. Es riecht genauso wie Plätzchen, oh mein Gott. Das ist so wild. Boah, der Crunch. Schmeckt halt zitronig erfrischend und du hast so einen leichten Seetang-Salzkick noch. Haben wir aber nicht so um wie die anderen. Dazu kommt immer noch die leichte Note auch im Mund von Plätzchenteig. Warum? Ich finde es frisch, ist auch eine coole Abwechslung. Ich gebe aber nur eine 2,5, bin ich ehrlich. Nur die Hälfte. Okay. Ist nicht schlecht, ist nicht gut. Ich habe ja noch eine Butter und die geht so. Wir brauchen diesmal eine Pfanne, denn wir müssen ein bisschen braten und rösten. Ein bisschen Olive Oil. Das fängt jetzt gleich schon an, schön zu dünsten. Und dann brauchen wir, deswegen wird die so gut, Tomatenmark. Weil das hier wird nämlich eine Tomaten-Knoblauch-Butter. Ich mache schon mal hier in unser Olivenöl, mache ich schon mal das ein oder andere Tomatenmark-Mandala jetzt rein. Das sieht dann angeröstet alles fantastisch aus. Als nächstes kommt dann Fenchelsamen da rein. Die rösten wir auch noch ein bisschen mit an. Mmh. Oh, no. Picone. Und zu guter Letzt ein bisschen Knoblauch. Dann brauche ich jetzt einen Topf und da werde ich dann alles vermischen mit unserer Butter. Probiere ich jetzt einfach mal in der Glasschüssel. Bestimmt keine gute Idee. Boah, riecht das insane gut, ey. Tomatenmark, Fenchel, Knoblauch, Olivenölmischung hier rein. Und dann kommt wieder Mr. Mixi Wixi. Ja! Oh, war es zu heiß? Die Butter schmilzt. Kurze Kühli-Session.
Keine Ahnung. Es war jetzt im Kühlschrank. Das heißt, es ist nun fertig. Ich werde mir jetzt das restliche Stückchen vom Brot nehmen. Konsistenzmäßig sieht es auf jeden Fall noch spannend aus. Kann auf jeden Fall noch mal ein bisschen kühl. Für ein wenig zumindest. Ich tippe jetzt einfach mal frech rein. Sieht so krank geil aus. Riecht auch heftig. Da ist sie. Das ist meine 5 von 5 für diese Butter. War, ja? Mhm. Oh. Fenchel ballert auch anders. Brauche ich gerade irgendwie in meinem Leben. Das ist mein Favorite. Habt ihr eine Favorite Butter? Kommentiert es gerne mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis dahin, haut rein. Ah. Und ciao, ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lasst ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss!